Hi Leute und willkommen zu einem kleinen Zwischenberichtsvideo zur Total War Liga. Baumlord hat seine Gefechte nachgespielt. Für all diejenigen, die es gerade nicht wissen, Baumlord hat ja den Killer-Kartoffel übernommen und hat jetzt die ganzen Gefechte nachgespielt. Es ging leider ein bisschen länger, als ich das gerne gehabt hätte. Allerdings sind wir jetzt so weit und das bedeutet, ich kann jetzt bald mit Spieltag 12 weitermachen, der auch schon längst gespielt ist. Und das wird jetzt die nächsten Tage anlaufen. Was werde ich in dem Video machen? Ich werde kurz zeigen, wie Baumlord hier gespielt hat in den ganzen Gefechten, werde darauf kurz hinweisen. Dann werde ich kurz auch noch den 11. Spieltag komplett vorstellen, weil dazu gab es ja, glaube ich, noch gar kein so ein Zusammenfassungsvideo. Aber wie gesagt, ich werde nicht irgendwelche Schlachtszenen zeigen oder großartig drüber reden, sondern einfach zeigen, wie es in die Paarungen ausgegangen. Dann werde ich auf den 12. Spieltag hinweisen, wer da gegen wen spielt und so weiter und auch noch das Ranking zeigen. So, dann fangen wir mal an. Erstmal hier kurz durchgehen, gegen wen hat Baumlord hier wie gespielt. Erster Spieltag gleich natürlich gegen den Spitzenreiter momentan, gegen den Green God. Der hat hier auch seine Spitzenreiterposition verteidigt und hat gegen Baumlord 3 zu 0 sehr, sehr deutlich gewonnen. Dann zweiter Spieltag gegen Cookie Monster. Hier hat Baumlord dann seinen ersten Sieg errungen gegen Cookie Monster auch relativ eindeutig. Dritter Spieltag gegen Darren hat er nur einen Punkt bekommen. Darren hat hier gewonnen. War eine ziemlich knappe Angelegenheit. Am vierten Spieltag dann gegen Inexon. Hier hat der Inexon gewonnen, allerdings Baumlord auch hier wieder einen Punkt. Dementsprechend natürlich auch eine relativ knappe Angelegenheit. Fünfter Spieltag dann hier der Baumlord gegen Puma. Hier hat er gewonnen 3 zu 0. Mit einem 0,3 gegen 0,7 Koeffizienten auch noch relativ eindeutig, muss man sagen. So, dann hier sechster Spieltag gegen Johannes. Hier hat Johannes gewonnen, was ihm natürlich wirklich geholfen hat, hier mal ein bisschen wieder Anschluss zu bekommen nach oben, der Johannes. Das war natürlich sehr wichtig für ihn. Dann am siebten Spieltag Baumlord gegen Sven. Auch Sven hat hier sehr eindeutig gegen Baumlord gewonnen, genauso wie Kringor auch. Und damit bleibt natürlich auch Sven nah an Kringor dran. Achter Spieltag, Rickard gegen Baumlord. Hier hat dann auch wieder Rickard gewonnen, aber relativ knapp und deswegen auch Baumlord einen Punkt. So, und dann jetzt noch neunter Spieltag. Als nächstes hier hat Baumlord gegen Master KV gewonnen, 3 zu 1 Sieg. Und dann Spieltag. Ah ja, 3 zu 1 Sieg, ich habe gerade gedacht, ich habe mich verguckt hier. Ja, genau. Also dann Spieltag 10, Tonitiger gegen Baumlord hier. Der Baumlord ziemlich eindeutig gewonnen, 3 zu 0 Sieg. So, dann kommen wir jetzt mal geschwind zum 11. Spieltag. Den klären wir kurz komplett durch. Hier erstmal Super Pauko gegen Tonitiger 1 zu 3. Tonitiger hat hier gewonnen, was natürlich auch für ihn wichtig war, um hier ein bisschen aus dem Keller rauszukommen. Aber das zeige ich euch ja nachher noch. Dann Kringor gegen Master KV. Ja, Master KV hat es gut gemacht. Leider natürlich hier aus seiner Perspektive nicht in den 0,4 bis 0,6 Bereich für einen Punkt reingekommen. Wahrscheinlich recht knapp, so wie es hier aussieht, dran gescheitert. Dann Cookie Monster gegen Rickard hier. Das Gefecht kam ja auch erst vor ein paar Tagen raus, da ja Rickard Internetprobleme hatte und so weiter und nicht spielen konnte. Und deswegen kam das erst vor kurzem. Hier hat Rickard gewonnen. Und genau, auch hier ein 3 zu 0 Sieg. Dann Darren gegen Sven. Ja, Darren recht chancenlos gewesen. Sven gewinnt hier 3 zu 0 Sieg. Dann Inexon gegen Johannes. Ja, 3 zu 1. Johannes immerhin einen weiteren Punkt erhalten. Und es war auch eine sehr, sehr knappe Sache, wie man hier sieht. 0,4946 zu 0,5054. Verlusttötungskoeffizient, da war fast nichts mehr übrig auf beiden Seiten. Dann Puma gegen Tammer. Hier Puma gewonnen, 3 zu 1 Sieg. Dann Baumlord gegen Chromio. Das Gefecht kam jetzt erst vor kurzem. 0,6744 zu 0,3256. Das bedeutet hier auch ziemlich eindeutig, der Chromio mit seiner Kavallerie-Armee gewonnen, 3 zu 0. Und dann noch David gegen Maledil hier. Maledil bleibt mit oben dabei, hat er eine Zeit lang eine kleinere
Dürreperiode sozusagen, oder? Wobei, nee, ging eigentlich. Aber er ist auf jeden Fall weiter mit dabei. Nee, tatsächlich nicht. Aber das war, wobei, das war hier oben, eher hier irgendwo war es, wo er ein paar Mal hintereinander verloren hat. Hier genau zum Beispiel gegen Toni Tiger und so weiter. Ja, hab gedacht, es wäre schlimmer gewesen, aber doch nicht. Genau, und jetzt kommen wir zum 12. Spieltag, aber bevor wir darüber reden, werde ich kurz aufs Ranking gehen. Also, momentan sieht so die Tabelle aus. Gringor, 30 Punkte, alle natürlich aus 11 Spielen. Jeder Spieler hat 11 gehabt bisher. Genau, Gringor, Tabellenspitze, 30 Punkte. Gefolgt von Sven, 28 Punkte. Das Gefecht gegen die beiden, zwischen den beiden fand ja schon statt. Damals hat dann Gringor gewonnen. Sven hat aber noch einen Punkt bekommen, deswegen auch nur hier 2 Punkte Abstand. Bin mal gespannt, wie es hier weitergeht mit den beiden. Dann Chromio mit 25 Punkten auf Platz 3, Maledel mit 24 Punkten auf Platz 4, das Rickard mit 22 Punkten auf Platz 5, David mit 19 Punkten auf Platz 6 und Inexon mit 17 Punkten auf Platz 7. Finde ich cool, dass bis Platz 7 alle unterschiedlich viele Punkte haben. Das finde ich echt eine tolle Sache. Da kann man dann wirklich sagen, ist Platz 7 und so weiter. Jetzt wird es aber schwieriger. Super Pauko und Cookie Monster auf Platz 8 bzw. 9 mit 16 Punkten. Baumlord mit 15 Punkten auf Platz 10 in Anführungszeichen. Ja, jetzt ist alles in Anführungszeichen, was jetzt kommt, weil es ja nicht ganz stimmt eigentlich. Ja. Dann der Puma, was ja manche auf gleich viele Punkte haben und damit auf dem gleichen Platz sind. Dann Puma mit 14 Punkten aus hier auf Platz 11 und genauso wie Master KV auf Platz 11, 12, wie auch immer. Dann Darren, 13 Punkte auf Platz 13. Hammer, 12 Punkte auf Platz 14 und Johannes und Tonlichiger mit 5 auf Platz 15, 16 mit 11 Punkten. Ja, so sieht es momentan aus. Ich habe gerade auch eine Idee gehabt, wie ich das dann mache. Also wenn wir dann wirklich komplett durch sind für die finale Auswertung, werde ich dann gucken, wie sie dann im Direktvergleich gegeneinander gespielt haben. Also wie jetzt Super Pauko gegen Cookie Monster zum Beispiel gespielt haben. Und je nachdem, wer hier gewonnen hat, werde ich das dann in der Tabelle eben so ändern dann auch. Ja, so ist es mir gerade eigentlich eingefallen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee soweit. Gucken wir auch mal kurz hier auf die Fraktionsübersicht. Wer muss denn noch irgendeine Fraktion auf jeden Fall spielen? Der Cookie Monster muss noch zweimal Thyle spielen. Darren muss noch zweimal Rom spielen und seine Fraktion, also er ist ja auf 5 Mal zwar beschränkt, aber die 5 Mal muss er eigentlich trotzdem spielen. Die anderen hier alle schon gespielt. So, dann Johannes muss noch einmal die Seleukidenmünchen spielen. Sven noch einmal Sparta. Rickard noch einmal die Ultrysen. Tontiger noch einmal die Massageten. Maledie noch zweimal die Ikener. Bisher nicht unbedingt seine Lieblingsfraktion gewesen, muss man sagen. Baumlord noch einmal die Bojai und das war's dann auch. Also da kommen noch ein paar Fraktionen. Müssen auf jeden Fall gespielt werden. Das ist auch ganz wichtig. Ich möchte hier die Spieler nochmal daran erinnern, dass ihr auf jeden Fall diese Dings, wie heißt diese Fraktion alle gespielt haben müsst, mindestens 5 Mal. Kurzer Hinweis hier nochmal an der Stelle. So, dann schauen wir uns den 12. Spieltag an. Wie gesagt, eigentlich alles schon gespielt, bis auf Maledi gegen Baumlord, aber das kommt auch noch demnächst, ist auch nicht so wild. Wir fangen jetzt halt mal mit den anderen Gefechten an, das passt schon soweit. Ja, gleich als erstes Maledi gegen Baumlord auf der Map Iskar. Regen, Frühling und Angriffsrichtung Ost, jetzt hier mit 16.000 Gold am 12. Spieltag. Ja, Maledi gegen Baumlord. Wir schauen es uns mal kurz im Ranking an. Maledi hier 4., Baumlord 10. Bin mal gespannt, wie es läuft. Manchmal hat ja Maledi durchaus seine Ausfälle gegen Leute, die eher weiter unten in der Tabelle sind. Vor allem mit dem Aspekt, dass er vielleicht auch die Ikena spielen wird. Einfach aus Überlegungen, weil er ja noch weiß, gegen wen er noch so spielen muss. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt gerade nicht so. Vielleicht würde er dann eher gegen Baumlord die Ikena spielen und gegen jemanden, der in Anführungszeichen stärker ist, der dann noch kommt, dann vielleicht eher die, wie heißen sie denn? Die Syrakus spielen. Genau. Dann David gegen Tammer auch auf Iskar. Das würde ich jetzt sagen, ist eine relativ sichere Sache für David, wobei so sicher, ja, man lässt sich überraschen. Ich kann mir da durchaus vorstellen, dass er auch der Tammer
was Gutes gegen machen kann. Dann Chromio gegen Superpauke, darauf freue ich mich. Ich denke, das kann unter Umständen ein Kavalleriegefecht werden, je nachdem, auf was Superpauke geht. Und auch Chromio wird ja gerne auch mit seinen Athenern oder seinen, wen spielt er denn noch? Athen und Karthago, genau. Geht er ja auch gerne mal auf Fernkampfkavallerie oder auf Nahkampfkavallerie und deswegen wird es mir jetzt auch ganz interessant. Tony Tiger, Kringor, hier würde ich sagen, Kringor Favorit. Wobei Tony Tiger ja durchaus auch schon mal gegen Malediel gewonnen hat, der ja auch weit oben in der Tabelle ist. Dann Master KV gegen Cookie Monster, darauf freue ich mich. Das wird ein spannendes Gefecht, glaube ich. Cookie Monster momentan 16 Punkte, Master KV 14 Punkte, deswegen wird es sehr, sehr spannend. Dann Rickard gegen Darren. Bin ich mal gespannt, wen Darren hier spielen wird. Ich hoffe, er spielt hier die Römer. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er damit was machen kann und was schafft. Und das wäre natürlich ein wichtiger Sieg für ihn, wenn er hier ein bisschen nach oben aufrutschen könnte damit. Dann Sven gegen Inexorn. Auch die Sache, ja, würde man sagen, ist relativ klar. Ich tippe jetzt hier mal auf den Sven, wobei natürlich auch Inexorn hier durchaus Chancen hat. So ist es nicht. Gell? Wobei, das muss man natürlich auch sehen. Gell? Also Sven ist hier 11 Punkte vor Inexorn momentan. Schon auch krass eigentlich. Hier übrigens die Map Alexandria, Nacht, trocken, Sommer und warum steht hier eigentlich zweimal Sommer drin? Ah, egal, das muss ich nachher noch wegmachen. Oder Angriffsrichtung Nord. Und ganz am Schluss jetzt noch Johannes gegen Puma. Darauf freue ich mich auch sehr. Das sind ja zwei, die relativ weit unten in der Tabelle stehen. Für beide geht es um was noch. Also Puma kann sich hier ein bisschen weiter in der Tabelle nach oben verbessern unter Umständen. Johannes könnte hier vielleicht mal mit einem Sieg auch aus dem Tabellenkeller rauskommen, was natürlich auch wichtig für ihn wäre. Also, ich bin mal gespannt, wie es laufen wird, diese Gefechte hier. Ich habe bisher noch keins von denen angeschaut, deswegen bin ich selber noch gespannt, muss ich sagen. Die werden jetzt dann die nächsten Tage soweit mal kommen. Wie gesagt, ich hoffe auch, dass ich es dann für nächste Woche, da bin ich nämlich im Urlaub, das habe ich jetzt im letzten Gefechtsvideo auch mal gesagt. Ich bin vom 4. bis zum 11. im Urlaub. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie es da aussieht mit den Videos, mit Third Age und auch mit der Total War Liga. Ich hoffe, ich kriege das so hin, dass meistens ganz standardmäßig die Videos kommen. Da bin ich mal gespannt, ob das dann auch so klappt. Genau, für die Mitspieler, ich werde die Tage euch mal schreiben wegen dem nächsten Spieltag. Den möchte ich jetzt hier noch nicht ankündigen. Ich habe es vorhin überlegt, ob ich es mache. Will ich aber jetzt noch nicht machen. Das kommt dann erst die Tage mal. Werde ich es euch schicken. Vielleicht, wenn ihr dieses Video seht, habe ich es vielleicht euch an den 13. Spieltag auch schon geschickt. Bin ich mal gespannt. Weiß ich noch nicht so richtig. Also gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.